Und damit herzlich willkommen zu Mario Rabbids Kingdom Battle. Und zwar gehen wir jetzt durch das nächste Tor und erwarten da hoffentlich unseren Mini-Boss. Rabbid Yoshi? Was machst du denn hier? Ah, da ist er ja. El Calavera. Schatten hinter dem Schild. Besiege den Miniboss. Ja. Das ist er. El Calavera. Ein Miniboss. Genau. We will fight him. Stop. Prinzessin Blick. Heldensicht. Schuss auf den Grobian. Pam. Pam. Down. Und wir können sogar noch laufen. Ich stelle mich mal dahin. Ich weiß nicht genau, was der kann. Aber es scheint, als sei er gut. So, sie stellt sich am besten hier hin. Eigentlich sollte bei ihr da 100% stehen, weil mit dem Dings trifft sie. Ich will aber auf diesen Calavera da. Ich zerstöre somit das Ding von mir, aber ich könnte ihm schaden. Nee, Marius, gehst dahin und nimmst den linken Gookie-Boo raus, weil du keinen anderen treffen kannst. Okay, und tschüss. Man hätte dich gekannt zu haben für diese kurze Zeit, aber wir müssen uns leider Calavera stellen. So, ganz kurz Angriffsmuster anschauen. 1100 Leben. Und er greift mit Rabbid Yoshi an. Also von hier können wir ihm schaden mit der Bombe. Bin ich mir sicher. Oh nee. Bitte machen Crit, bitte machen Crit, bitte machen Crit, bitte machen Crit, bitte machen Crit. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass wir ihm schaden können. Ich würde mich am liebsten direkt hinter ihn stellen, aber das würde ich dann doch lieber Mario machen lassen. Kommt Mario dahin. Stopp. Wegen einem fällt nicht. Aber sie kann ihr Ding schmeißen. Und trifft sich damit selber. Egal. Zack. 65 Schaden. Kannst du auf den drauf springen? Kannst du, Mario. Sehr schön. Dann nimmst du... alles... Stopp. Kraftpaket. Dann ist nämlich auch die Staffel geschehen. Und dann haust du da mit dem Hammer drauf. So fest du kannst, Mario. Ja, mit Sprungschaden. Sehr schön. Heilung lohnt sich noch nicht. Ja, Protector würde sich lohnen. Protector heißt, der Schaden, den Mario jetzt erleidet, wird geteilt zwischen ihm und Peach. Das kann ja mal passieren. Bitte, sie muss... Stopp. Sie kann... Ich weiß, ich gehe ziemlich offensiv, aber der Boss ist relativ einfach. Okay.
Es ist wirklich einer der einfacheren Bosse. 5-0% Trefferchance. Okay, Mario, du stellst dich dahin und guckst, dass der Cookie Boo dich nicht tötet. Und Rabbit Peach. Stopp, kannst du ihn von hier 100% treffen? Ach nee, 0%. Du stellst dich direkt hinter ihn und haust ihn weg. Zack. Okay, das ist Yoshis Ability, also die von Rabbit Yoshi. Er kann nämlich Gegner wegschießen sozusagen. Also sie... Rabbit Mario kann ihr Gegner mit dem Magnet halt anziehen und dann gibt es noch den Schrei, der stoßt Gegner ab. Ja genau, das meine ich, das Anziehen. Wo ist Mario? Da ist Mario. Er wurde nicht einmal angegriffen. Dafür greift er jetzt an. Zack, Sprung perfekt. Ja, perfekt. Sie muss sich weiter wegstellen, weil sie jetzt die Bombe hinfallen lässt. Ich weiß, ich bin gerade extremst offensiv. Das wird sich spätestens beim Final Boss dann ändern. Machen Quit, machen Quit, machen Quit. Okay, und er ist raus. Habe ich was gesagt? Ach, er hat ja Honig, er kann gar nicht laufen. Okay, er hat die angegriffen. Laufen kann er nicht. Doch, aber der läuft. Sehr schön. Pam, weg. Bitte tötet niemanden. Mario macht das mit einem Stampfer. Wisst ihr jetzt, warum ich Rabbit Yoshi liebe? Puh. Willkommen in unserer bunten Truppe. Jeder, der uns helfen will, als Pilzkönigreich wieder zusammenzusetzen, ist herzlich willkommen. Ja. Der ist einfach nur crazy, der Typ. Das ist das, auch was ihn so sympathisch macht. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, packen wir Rabbit Peach weg oder Peach? Weil Rabbit Yoshi wird auf jeden Fall auch im Endboss-Team dann sein, wenn wir den Final Boss machen. Heulender Hammer, rasender Rabauke und neue Waffen, klar. Denn wir müssen noch das Mondtor öffnen, nicht vergessen, liebe Leute. So. Auf jeden Fall Peach oder Rabbit Peach? Peach hat in dem Moment jetzt gerade mehr Leben. Aber ich nehme Rabbit Peach, weil sie diesen, weil sie keine Donnerbüchse hat. Und Yoshi, du wirst hier aufgelevelt. Du kriegst etwa dreimal Dashen. Doppelte Eierschale sofort drin. Bisschen Leben, klar. Weg da. Dash-Schaden erhöhen.
Für 50 können wir uns noch mehr Bewegungsfreiheit holen. Für 40 allgemein weiteres Laufen. Und für 20... Für 20 holen wir ihm noch das Röhren weiterlaufen. So, fangen wir bei Mario an. Mario kriegt auf jeden Fall Dash-Schaden. Und hier oben Bonus. Rabbit Peach, Dash-Schaden. Rabbit Luigi. KP würde ich erhöhen bei dir. Luigi, du machst jetzt auch mehr Dash. Rabbit Mario macht schon ultra viel Schaden. Und macht jetzt auch noch einen größeren Radius, wenn er dann attackt. Und er kann weiter springen. Und für 10 kriegt er noch, dass er weiter aus den Röhren raus kann. Peach kriegt auf jeden Fall mehr Schaden. Für 10 kann man, glaube ich, nichts mehr kaufen bei ihr, außer vielleicht... Nee. Wir müssen bei ihr mal ein bisschen hier gucken. Und vor allen Dingen hier oben nicht vergessen. So, der einzige, den er auf 50 hat, ist, weil ich bei dem auf KP wollte. Wir können auch noch ein bisschen mehr Dings machen. Und dann fehlt uns nur noch ein Kämpfer. Vielleicht befreien wir den ja auch schon nach dem Bosskampf. Waffenauswahl. Es gibt nämlich wieder schön neue Waffen. Sprung. Und einen gescheiten Hammer. Honig, so wie immer. So, Rabbit Yoshi, natürlich sofort hier die typischen Waffen. Ihr seht jetzt hier auch die Animation. Cool. Rabbit Peach hat keine neue Waffe bekommen. Okay. Aber bestimmt eine neue gescheite Bombe. Hier hinten. Stoßschaden. Bei Rabbit Luigi gehe ich auch mal hoch von mir aus. Bei Luigi auf jeden Fall. Der hat sich sehr gut bewiesen in der Einfolge. Wir können es nichts mehr leisten. Luigi, du hast es aber verdient. Du hast dich sehr gut gemacht, muss ich sagen. In einer der Folgen war das ja so. Da ging es um weites Laufen, weit springen. Wann erreiche das Gebiet? Und Luigi hat das vorzüglich gemacht. Ist zu einem letzten Moment gestorben, ist dann aber ins Ziel gerollt, wo er schon tot war und hat damit dann trotzdem noch das Ziel getriggert und wir haben gewonnen, obwohl er tot war. Schaut euch die Folge gern an oder schaut euch allgemein alle Folgen an. Okay. Okay, ich weiß wie. Also wir müssen... Das soll mir mal einer sagen. Das ist... Das sieht doch kein Mensch, dass das so ist. Oh, es wird knapp. Oh, es wird knapp. Setz das Ding da drauf! Geht da durch! Nein! Ich hab doch gedrückt! Mann! Ey, das ist doch nicht wahr. Man drückt zehnmal. Da, zehnmal diesen A-Knopf hab ich gedrückt. Dann holen wir uns jetzt zuerst die Statue. Wir müssen drücken, zack. Schieben den Block. Okay, geschafft. Knapp. Okay, wieder eine neue Waffe. Das Problem ist, wir haben kein Geld mehr. Ich hasse dieses Spiel, ey. Ich empfehle es euch aber trotzdem zu kaufen, es lohnt sich. Ja, es war klar, ein neuer Hammer für Mario. Gerade für jemanden, den wir häufig benutzen. Den wir eigentlich noch nicht mal abstreiten können, weil es ein Mario-Spiel ist, muss Mario immer im Team sein. Ich finde es doof, ich hätte auch gern mal mit anderen gespielt, aber okay. Dafür ist aber Mario der Stärkste. Gut, umschauen. Da geht's weiter. Gut, dann gehen wir da lang. Ach nee, von da kamen wir. Gut, dann gehen wir hier weiter. Kapitel 6. Doppelläufig. Gut, wir müssen da oben weiter. Wo ist denn hier der Ausgang? Damit ich das so bordieren kann. Einfach bloß geradeaus.
Das heißt, oben links muss offen sein. Und hier rechts gibt's auch noch was. Was gibt's hier? Hier gibt's was zum Schieben. Komplett? Nein. Wieder nur einzeln. Eine Silberkiste, das ist ein Sound. Und was heißt das jetzt genau? Haben die keine Angst, sich irgendwas einzufangen? Nee, das Wasser sieht doch sauber aus. Ach komm, das war unnötig, das Ding dahin zu schieben. Unfair! Der schaurige Sumpf. Ah, nee, es war ein Gemälde, okay. Und hier geht's zurück. Jetzt müssen wir es so schieben, dass oben links offen ist. Perfekt. Geht's nach links auch noch weiter? Würde mich noch interessieren. Ja, gut ist. Und zwar oben rechts müsste es dafür offen sein. Oben rechts. Dann wäre es gelb, oder nicht? Ja. Warum hier? Hä? Das hat aber behauptet, dass er oben rechts offen. Ja. Nehmen wir blau. Ich hoffe, blau funktioniert. Wow, blau funktioniert. Und sogar eine Kiste direkt mit einem Soundtrack. Und zwar Schauriges Gefecht. Ich wollte es gar nicht verschieben. Ich kümmere mich da gleich drum. Hier können wir aber noch nicht weiter. Das heißt, wir müssen das jetzt wieder auf blau schieben. Oder können wir vielleicht auch so zurück? Wäre toll. Nein! Ja, okay, ich schieb das dann mal eine Weile. Und oben muss es auf Rot sein. Das heißt, einmal drücken, nochmal drücken. Ich will doch so lange schon laufen können, Mann. Da muss man immer so lange warten, bis das dann mal da ist. War das nicht rot? Grün? Nee, grün war da unten komplett zu. Nee. Also laut Karten, die da sind, dürfen wir hier so lang. Weird. Okay. Sorry, aber da ist ein neuer Gegner, der angeteasert wird. Und ihr wisst, das mache ich immer mit einer neuen Folge. Was ihr jetzt machen könnt, damit ihr nichts mehr verpasst. Leute, hier. Ich kann das nicht lesen. Beste Voraussetzung. Wartet. Will das lesen? So. Ja, like und subscribe. Ja, auch noch. Schön hier. Ich weiß, ihr seht das spiegelverkehrt, aber nicht so schlimm. Ihr wisst, was da steht. Nehmt den Spiegel zur Hilfe. Pausiert das Video mit dem Spiegel zur Hilfe, wenn ihr es nicht entziffern könnt. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und ciao.